tego etapu, a na koniec zrobimy to. Trzeba teraz tylko ładnie ująć i zrobić wstęp. Okej, okay. Jestem Antonia. A ja Vanessa. Mamy zadanie ze szkoły. Zaprezentować moją małą ojczyznę. Całkiem niełatwe. Opowiemy o początkach mniejszości niemieckiej w Polsce. Co nam będzie potrzebne? Kasety dziadka. Mądre książki. Pomoce naukowe. Odtwarzacz kaset wideo. Ja w ten deszczowy piątek wybrałam się do Blasiusa Hańczucha w Bienkowicach. To jest w województwie śląskim, prawie przy czeskiej granicy. Umówiłam się z nim w siedzibie koła DFK. Wie sahen die Treffen aus? Wann hat es angefangen? Ich hatte auch mehrere Freunde, die auf der Mandoline gespielt haben oder auf der Trompete, nicht? Und da sind wir so von der Ortschaft zu Ortschaft hingegangen. Da war noch so ein Brauch, wo vor jedem Haus eine Bank war und die Leute am Feierabend haben sich dort immer hingesetzt und erzählt von alten und neuen Zeiten. Und so haben wir uns auch zu den Leuten zugesessen und auch gespielt die alten Volkslieder. Und da das war auch für die Angestammten nichts Schlechtes und Freundliches. Und so haben sie sich zu uns angeschlossen und haben wir auch unseren Bericht an die Leute weitergegeben, da dass wir auch einen Freundschaftskreis haben. Das haben wir bezeichnet, Deutscher Freundschaftskreis. Nicht? Und um dieses Wort haben wir die ganze Zeit gekämpft. Wann hat es angefangen? Das hat angefangen Anfang in den 80er Jahren. Die Solidarność wurde uns geholfen. Obwohl nicht direkt, aber das war, was uns so nicht zurecht war. Nicht? Und da haben sie sich mit dem beschäftigt und hatten wir dann Ruhe und haben uns ausgebreitet. Kiedy Vanessa pojechała do Bienkowic, ja postanowiłam odwiedzić Gliwice. Tutaj mieszka Friedrich Sikora, jeden ze współzałożycieli mniejszości niemieckiej w Polsce. O, to chyba tutaj, obok siedziby koła DFK. Ich habe nicht in Gleiwitz gewohnt, das ist nicht mein Geburtsort. Ich bin geboren in Ackerfelde, in Siemensitze. Da haben wir gefahren, ein Dorf ungefähr so 120 Häuser, über 1000 Einwohner. Und dort war eine Domäne und in der Domäne war ein polnischer Buchhalter und hat gehört, hat auch ein Schach gespielt, hat er gehört, dass wir so Schach spielen und hat einen Schachclub gegründet. Da haben wir gesagt, wir kennen ihn po polsku. Sagte, aber er konnte fast Deutsch. Und dann machte ich, sagte, ihr wird spielen und ich verspreche, ich will alles erledigen. Er hat auch gespielt, aber er konnte nicht, wir waren besser als er. Und hat er den Schachclub gegründet. Und da war so ein deutscher Club schon, bloß einen polnischen Kierownik hatten wir. Ich habe 1970 gebaut, Anfang, also von Ende 70er Jahre, da haben wir uns schon so gekannt. Und da haben wir dann, und der eine hat immer Wollen nach Europa, hat er gehört, die Sendung. Und das hat er erzählt, sagt er, du, dort in Nordpolen, dort bildet sich so, sind dort die restlichen Deutschen, die dort geblieben sind, versuchen dort so irgendwas zu machen wie einen deutschen Verband. Das hat er von Radio Wollen Europa erfahren. Und dann haben sie gesprochen und ich war dann zu Besuch in Deutschland mit meiner Frau. Und als ich zurückkam, musste ich dann nach Katowice auf Lumpice übernachten. Habe ich aber brieflich bekommen, meine Nachricht. Und da bin ich hingefahren. Na, da war so ein komisches Gespräch. So ein komisches Gespräch, das steht da in dem Buch auch. Und da habe ich aus dem Gespräch herausgehört, dass er mich verdächtigt,
dass hier ich schon Mitglied in seiner Gruppierung bin, die sich um die deutschen Rechte kümmert. Und da kam ich dann nach Hause und jetzt nach Hause und fragen die Kollegen, was das war, erzählt, wie es war, sag ich, was das, es gibt hier auch was, sag ich. Bloß wir müssen uns umsehen. No, hat nicht ein paar Tage gedauert, da kam er, sagte, ich habe in Hindenburg Kontakte schon mit Ähnlichen, die so denken wie wir. No, da wir mit den Hindenburgern, und die Hindenburger haben schon die Blasius auch wieder gekannt und auch in Beuthen, und da waren wir ruckzuck schon alle zusammen. 1985 haben wir organisiert ein großes Treffen und damals war kein Telefon. Wir konnten nur schreiben und das dauerte, aber am Laufenden gingen die Bulletine ins ganze Land. Und da haben wir festgestellt, dass wir uns treffen in Ratibor, in dem Kloster, da das gehört, das Kloster zu Österreich. Und das ist ein internationales Kloster. Und die Schwestern waren einverstanden, dass wir auch einen deutschen Gottesdienst dann am Feiern können und zugleich unsere Angelegenheiten zu den Freunden übertragen. Hier habe ich noch ein Liederbuch, was jeder das bekam, da das wurde nicht kopiert, bloß alles auf der Schreibmaschine geschrieben, nicht? Und wie viele Leute sollten da sein? Ja, das waren 200 Leute, die am Samstag kommen sollten. Wir haben uns einen Stempel angeschafft, der wurde auch in der Tschechei, damals noch Tschechoslowakei, hergerichtet. Und jeder hatte eine Nummer, ohne einen Namen. Und die Nummer an dem Kloster, der das immer dann kontrolliert hat, das musste zusammenstimmen, nicht? Leider war dann ein Verrat. Ein Tag, vor dem wir uns treffen sollten, da war der Sicherheitsdienst schon auf den Rädern und das ging hin und her, nicht? Und eins nach dem anderen dann zu verhören. W województwie opolskim postanowiłyśmy razem odwiedzić naszego kolejnego bohatera tamtych czasów. Jest nim Richard Urban, pochodzący z Jemielnicy. Angefangen haben wir das so individuell bei uns in der Gastwirtschaft. Da haben wir zuallererst mal am Anfang solche Gesangabend organisiert, weil als Politische, da musste man noch damals vorsichtig sein, Versammlungen, das kam nicht in Frage, aber unter dem Deckmantel, dass wir Gesangabend, da haben wir uns schon unterhalten, wie, was ist los ist in der Welt und natürlich einfach war es nicht bei den Gesängen, es kamen immer mehr Leute und wenn man singen will, dann muss man ein gemeinsames Gesangbuch haben und das war nicht vorhanden, da haben wir die Leute umgefragt, jeder soll von zu Hause noch bringen, was er noch hat. Da suchten wir die meisten bekannten Lieder aus und in Großstrelitz in der Stadt war schon ein Kopiergerät, das war damals was ganz Besonderes. Und da bin ich da zu dem Herrn hingefahren, habe ihm gezeigt, welche Seiten und die Nummer. Ja, das war sehr freundlich, hat er gesagt, ja, das macht er. Und da habe ich dann bestellt eine Summe 30 Stück. Das war natürlich zu wenig. Und dann bin ich noch einmal hingefahren, da habe ich ihm gesagt, aber jetzt brauchen wir schon 100 Stück. Und wenn das möglich ist, ja, hat er auch zugesagt. Ich bin dann hingekommen und der Mann guckt mich so an, so blass. Ich habe gleich gesehen, es stimmt was nicht. Da hat er gesagt, wissen Sie, ich habe das nicht gemacht, weil hier waren solche Herren und sie wissen schon, um was und wem ich rede. Das war noch die vom Geheimdienst. Und die kamen, und die haben mir gesagt, wenn sie sich mit dem Urban dort einlässt, da wird die Konzession wird ihm entzogen und das Gerät, da werden sie konfiskieren.
Und der Mann hat sich wirklich wahrscheinlich erschrocken und da hat er gesagt, nein. Und da dachte ich mir so, ach, na ja, wenn er nein sagt, was kann ich mehr machen? Da fahre ich nach Oppeln in die Stadt. Und in der Stadt war schon ganz anders in Oppeln. Und der hat mir gleich gesagt, wie viel wollen Sie? Ich habe gesagt, ich kann noch mehr machen. Und da war ich schockiert. Und hier in seiner kleinen Stadt, wo steht es, der voller Angst und die dann schon gleich offen. Und so habe ich bestellt. Und dann haben wir schon, das war schon das Problem vom Kopf, dass wir die Liederbücher hatten. Und dann ging es los, Versammlungen. Und dann haben wir auch Persönlichkeiten eingeladen, die wir schon kannten. Wie zum Beispiel den Friedrich Korra aus Gleiwitz. Dann aus Hindenburg eine Frau, Christiane Janoschka. Es ist wohl die einzige Bibliothek in Schlesien, die so öffentlich ist wie bei uns. Man durfte ja keine Versammlung machen, muss man melden. Aber Geburtstagsfeier braucht man nicht melden, nicht wahr? Nun, da haben wir hat Geburtstags- und Feier gemacht und da haben wir eingeladen. Und da kamen sie mal alle. Mit dem Urban war das damals, haben wir in Paiskircham bei einem bekannten Bäcker haben wir eine Feier gemacht. Das war Geburtstagsfeier von meinem Cousin. Und da haben wir allen Kroll eingeladen, Urban eingeladen. Und da sagte Urban dann noch, das war ein Saal wie das, habe ich als Eigentum, sag ich, da mach doch was. Und hat auch, als ich zu ihm damals fuhr, da ist hinter uns mein Auto gefahren. Das hat hier gestanden und dann sind wir gefahren zum Urban und da sind sie zu uns gefahren. Pan Richard Urban zabrał nas w miejsce, gdzie zaczęła się jego historia. To tutaj w konspiracji spotykali się aktywiści mniejszości niemieckiej. Jetzt hat sie rumgesprochen, in Gogolin ist das Zentrum. Nun, dann natürlich, da sind gleich mit Kollegen dorthin gefahren und das Erste, was wir wollten, den Herrn Kroll persönlich kennenlernen. Da sind wir in die Wohnung gefahren, hat uns nett empfangen und haben gesagt, wir sind dort und dort. Das war mein Kollege, der hieß Franz Poppe, aber der ist dann rausgefahren nach Deutschland. Und da haben wir dann so gesprochen darüber, wie und was wir machen sollen, wann ist die nächste Versammlung. Und da hat uns der Herr Kroll immer informiert. Und wir hatten zum Glück, damals war das nicht üblich, wir hatten ein Telefon gehabt und das war schon was. Und da wurde angerufen, ja, den und den Tag ist dort und dort in Google eine große Versammlung, wir sollen kommen. Dort kommt, sagen wir mal, aus der Botschaft wer oder eine andere Persönlichkeit und da sollen wir dabei sein. Teraz spotkanie z osobą, której nazwisko zna wiele ludzi, nie tylko na Śląsku. To Henryk Kroll, syn Johanna Krolla, założyciela mniejszości niemieckiej w województwie opolskim. Panie pośle, jak to się wszystko zaczęło? Wszystko się zaczęło od tego, że ojca wysłano na emeryturę w wieku 60. Jak dobrze pamiętam, chyba 2 lat. A wcześniej był prezesem rolniczej spółdzielni produkcyjnej w Obrowcu. Jako młody człowiek chciał coś robić i jeździł po okolicznych miejscowościach i rozmawiał z ludźmi. Z ludźmi na temat, co to było kiedyś, szczególnie koniec wojny, okres powojenny, jak im się żyło, co ich najbardziej bolało, ile ludzi zginęło i z czyich rąk. Wyczuł, że ci ludzie nie czują się Polakami, że czują się Niemcami, że ta niemieckość jest w ich sercach. Ojciec mi opowiadał, co i jak. Powiem, że mnie to też trochę wciągnęło. No i potem już gdzieś tak 88, a przede wszystkim 89, już działaliśmy wspólnie. Jeździliśmy na różne spotkania. Ojciec organizował sam spotkania w pobliżu Gogolina, taka dzielnica Gogolina się nazywa Szczebniów.
Tam co tydzień były organizowane spotkania, na których przekazywał, co się dzieje. W międzyczasie zebrał wokół siebie właściwie kilkanaście, bo to było w sumie na samym początku, tak jak drużyna piłki nożnej, 11 osób. No, und ich hatte wieder einen Kollegen, der hat dort in Gogolin, hatte Hühner gezüchtet und hat er dort so Weizen, Gerste und Hafer gekauft, billiger als hier. Ja? Ein Bernard Jambor. Und da hat der Bernard ist hingefahren, hat gesagt, geh zum Kroll. Der Kroll war nicht da. Die Mutter, die Frau wollte nicht reden mit ihm, sie hat Angst gehabt. Aber Gott sei Dank kam der Johann Kroll und da sagte er, kommen Sie am, ich weiß nicht den Datum, aber das Datum genau, 7. Oktober 88, ich glaube es war ein Mittwoch, nach Gleiwitz am Bahnhof und der großen Uhr, dort werden wir auf Sie warten. No, und da bin ich etwas aus dem Büro etwas eher hinausgegangen und da komme ich dort zum Bahnhof, da geht ein älterer Herr mit einer Aktentasche unter dem Arm, ein Hut auf dem Kopf. No, und da sagt er, das wird vielleicht der Kroll sein, auch lahm etwas. Und aber er wollte nicht Deutsch anreden, sagt, wenn das nicht ist, dann wird er wieder schimpfen hier auf mich. Und da habe ich ihn Polnisch angeredet. Sagt er, ja, ist der Kroll. Dann sagt er, no, da, wo gehen wir jetzt? Sagt er, no, am besten zu Ihnen nach Hause. Sagt er, no, ist ziemlich weit, aber no, da sind wir Gefahr gegangen. Und habe ihm unterwegs schon erzählt, was wir hier tun mit den Listen und so weiter. Und da sagte er, klopfte mir auf die Schulter, Jungs, jetzt 200 Jahre alt. Das hat er leider nicht geschafft. Und das war der Erste, der nicht rausfahren wollte von den Opelner, wissen Sie. Denn ich habe viele, wir haben mit Opelner auch Kontakt gehabt hier, wissen Sie, mit Opelner Woiwodschaft. Aber die meisten wollten auch raus, wissen Sie. A jak powstał pierwszy statut? Próbowałem stworzyć statut, który mógłby być zaczątkiem rejestracji organizacji. I też to nazwałem Niemieckie Koło Przyjaźni. Statut no, był taki, jaki był. Pielęgnowanie języka niemieckiego, kultury niemieckiej. No i to było w zasadzie tyle. Ale w międzyczasie, to była wiosna 89, puka ktoś do drzwi, mówi jakimś takim językiem polskim, który był ani to polski, ani to niemiecki, taki łamany. I ten pan nazywał się Friedrich Petrach. Znany działacz niemiecki, bo nie można mówić mniejszości niemieckiej, tylko niemiecki z Wrocławia. Pan Petrach przy okazji sprezentował nam statut tego niemieckiego towarzystwa społeczno-kulturalnego. Wo wir 57 gegründet, bestätigt wurden, wir wurden ja vom polnischen Staat finanziell unterstützt. Wir hatten in Wallenburg der Hauptsitz des Verbandes, der Sozialkulturellen Gesellschaft. Wir hatten eine Geschäftsführerin, die was beschäftigt war, ganz nett hat. Wir hatten eine Bibliothekarin. Wir hatten hier in Wallenburg ein Café, ein Club, eingerichtet als Café und so weiter. Und das alles, wie man sagt, auch für die Tätigkeit der gesamten Gesellschaft, haben wir finanzielle Unterstützung bekommen. Żeby wzmocnić nasz argument do rejestracji stowarzyszenia, ojciec zainicjował zbiórkę podpisów. Kto się czuje Niemcem, niech się wpisze na listę.
No, najpierw byli to ludzie z Gogolina. To był w zasadzie początek 89 roku. A potem zrobiła się z tego olbrzymia fala zbierania podpisów. Na tej zasadzie, że no, ojciec mieszkał w Gogolinie, na ulicy, gdzie mieszkał, to był jeden wielki parking i kolejka przed wejściem do domu ojca. A myśmy razem z ojcem jeździli gdzieś najpierw co miesiąc, potem co dwa tygodnie, a potem już co tydzień do ambasady niemieckiej z tymi listami. Jeśli chodzi o listy, to oczywiście one były zbierane i to w wielkich ilościach, no ale ich nie można było zgubić. No i żaden złodziej ich nie mógł znaleźć, a tym bardziej tajne służby. To ojciec chciał, żeby to było schowane tak, żeby nikt nie znalazł. To na ogródku miał w ziemi wkopaną taką konew na mleko 20-litrową i do tej konwi to tam wkładał. A jak żeśmy jechali do Warszawy, do ambasady, no to wtedy je wyciągał do skrzynek i dawało się do samochodu i jechaliśmy. Das größte war zum Kontakt war die erste deutsche Messe am 4. Juni auf dem St. Annaberg. Nun von dieser Zeit an sozusagen, da haben wir uns dann schon alle gekannt, zu der heiligen Messe nach Annaberg, da sind wir scharenweise gekommen von allen Himmelsrichtungen. Da kann man ruhig sagen, da waren wir nicht Hunderte, bloß Tausende. Und dann nach der Messe sind wir immer rausgegangen aus der Basilika. Und dann vor der Messe haben wir uns dann ausgetauscht. Wie heißt du, wo wohnst du, was machst du und was ist bei euch dort Besonderes los? Und so war dann der Anfang. Und dann, manchmal war das auch so ulkig, wissen Sie, es waren immer so viele Leute. Man konnte nicht, und einmal sind aus Warschau Harzeser gekommen. Und die Harzeser stehen unten und die Treppe war voll. Und da so sagen sie dem einen, weißt du, weil da drückt die doch irgendwo, da muss was sein. Und der kommt da und sagt, wie geht's so? Dann kriegst du ihm jetzt gefilmt. Hat er gesagt, weil da so viele Leute waren. Er hat Deutsch gehört und viele Leute und er dachte, ach, da kriegst du filmen. Der Junge wusste das nicht. Ne? Da haben die dann in der Zeitung geschrieben, dass der so war, so soll was passiert. Nur da, das mit der Messe. Und dann jeden Sonntag natürlich, war um 15 Uhr die deutsche Messe, das war schon üblich, dass wir jeden Sonntag gefahren sind. W miesiącu lipcu dostaliśmy wezwanie z sądu w Opolu, że przyszedł czas na rozprawę, na której oczywiście nie zostanie zarejestrowana mniejszość niemiecka. Der Johann Krull hatte sehr eilig, sagte, wir haben anerkannt werden, sagte ich auch, wir langsam, langsam, Johann, das geht nicht so schnell, und der erste Antrag wurde abgelehnt. Wir haben später den Antrag gestellt im Oktober, September, Oktober. Als wir den Antrag abgegeben haben, ich weiß nicht mehr genau, welcher Tag das war, aber das kann man nachprüfen, da hat man wie einige Tage die Fensterscheiben eingeschlagen. Wir waren für ungefähr 25 Personen, waren wir Gründungskomitee. Da waren alles hundertprozentige Personen. Da war keiner, der irgendwas verraten hätte. Vorher. Ja? Und wir haben das nur im Wirtschaftsbüro abgegeben. Als konnte nur das Wirtschaftsbüro wissen und unsere Leute. Und trotz allem hat man die Fernsehscheiben eingeschlagen. Die Messe in Kreisau, das war etwas ganz Besonderes. Und da sind wir dann nach wieder nach Kreisau gekommen. Und da, ich denke, dann waren vielleicht so um die 50 Busse, kann ich so schätzen ungefähr. Und bevor wir gefahren sind, ich habe mir so gedacht, was sollst du denn aufschreiben? Viele werden bestimmt schreiben, die Stadt zum Beispiel Großstrelitz grüßt den Kanzler oder so. Dass ich mir,
such dir was anderes aus. Und da ist mir so in der Nacht eingefallen, am besten wir sein Helmut, du bist auch unser Kanzler. Und da haben wir das gemacht. Und jetzt aufschreiben. Und jetzt haben wir einen Lehrer gehabt, der hieß mit Vornamen Zbyszek. Ein bestimmter Kerl, und er hatte so Talent zu dem Schreiben. Und da sagte ich dem Zbyszek, er kommt in die Gastwirtschaft, sagte ich, möchten Sie nicht sowas aufschreiben? Sagte ja, ja, to napisze. Ale pan musi mi napisać, bo ja nie znam niemieckiego. Sag ich, gut, wir schreiben das auf, und er hat das auch gemacht. Und da habe ich den Transparent mitgenommen. Na, zaproszenie pana kanclerza 13 listopada zostaliśmy zaproszeni na przyjęcie w hotelu Marriott. Praktycznie wszyscy ówcześni działacze. Przybyliśmy do tego hotelu Marriott, choć wcześniej, myśmy już byli wcześniej o godzinie 17 mieliśmy się spotkać z kanclerzem. Na spotkaniu właśnie chciał się spotkać z ludźmi, Niemcami żyjącymi w Polsce. O 17 niestety to spotkanie się nie odbyło. Gdzie się podział pan kanclerz? Ano był w Berlinie, bo tam się mur berliński walił. I dopiero na drugi dzień pan kanclerz Helmut Kohl specjalnie przyjechał do Warszawy, żeby się z nami spotkać. Spotkaliśmy się 14 listopada w ambasadzie niemieckiej. Kiedy na Śląsku Niemcy zaczęli się organizować, to również w północnych regionach Polski przystąpiono do działań. Jak to wyglądało na północy? O tym porozmawiamy z panem Paulem Golanem z Najdymowa koło Biskupca. Erzählen Sie uns, wie hat es angefangen? Wir haben hier angefangen mit der Frage, ob hier nicht ein Verein, und der Verein, da könnte man in Ostpreußen gründen. Dann ist eine Familie Brick von Düsseldorf gekommen und hat gesagt, du Paul, wir müssen uns hier rieren. In Schlesien riert sich schon was. Da, ja, dann sagte ich, Ruth, wie soll das hier aussehen? Mein Gott, schaffe es, ich helfe dir das. Die hat Beziehungen in Bonn und da ging es los. Denn. Ach so, die Frau Brick hat dann mir eingeladen nach Bonn. Und in Bonn wurde es mir gefragt, Herr Golan, Sie sind von Ostpreußen. Ja, denn wie wird das da bei Ihnen aussehen? Haben Sie da viele deutsche Gruppen oder sowas? Ja, dann haben die mir gesagt, also, wenn ich mich zu einer Liste mache, das war dann welche Zeit so, ja, und da habe ich das auch Ihnen versprochen und das hat sie. Da habe ich auf 800 Personen bekommen. Aber dann bin ich im Revier 30, 40 Kilometer rum so. Siesental, da heißt da bis, wo war ich da, beim Wärmter und, mhm. Und hier, ich weiß schon gar nicht mal, kleine Ramsau. Sie haben die Unterschriften auch mit dem Traktor gesammelt? Ja, mit Traktor, Auto oder sowas, das stimmt. Mit dem Traktor, ich habe da noch. Ja, oder zu Fuß und oder war ich da in, das waren Wiebs. Und da sagte einer in Wiebs, da sind noch zwei Bauern, aber da kommst du mit dem Auto nicht hin. Da gaben die mir Fahrrad und bin da mit dem Fahrrad hingetippelt. Dann haben sie mir nicht gekannt, wer bist du und von wo bist du denn? Musste ich mir jetzt mal vorstellen. Das war die Sache. Oh, oh. Haben Sie auch Kontakt zu den Menschen in Schlesien gehabt? Ja, da wollte ich auch sagen, ich bin ja nachher noch mal nach Schlesien auch eingeladen, nach der Ort, wie heißt es mal das schnell, Großstrelitz, ja, da wo die Briefeträger sind angekommen, ja, und da, denn da
haben die Schlesier mir auch vieles erzählt und Paul, wir begonnen, mach so und so, sonst, wenn dann klappt. Und dann war doch der, da der erste Gründer, der Kroll, und dann der Sohn war doch da, der, und mit dem haben wir dann gute Kontakte. Der hat mir dann immer vieles, vieles was gesagt, das kannst du machen, dort können wir hingehen. Hier hat man keine Hindernisse gehabt, aber in Danzig, weiß ich, haben sie dann Hakenkreuze gemalt. Und da, wo anders auch noch was wie, so Fuß vorgestellt, wie wir so sagen. Ja, aber hier, Gott sei Dank, gute Nachbarn. Das Büro, wo wir heute, wo da ist in Bischofburg, das habe ich damals von Anfang bis heute ist es. Das waren Tierärzte und die sagen, Golan, wir treten dir zwei Zimmer ab. Und die waren doch stolz, dass bei denen als Nachbarn ist eine deutsche Minderheit. Warum haben sie das gemacht? Wir sind doch Deutsche noch, nicht? Wir sind doch damals noch ganz Teil gewesen. Wir haben geschätzt 25.000. Wo damals 1990 noch so die Vereine, so wie da Allensteine, Ostrode, und die hatten noch alle noch mehr wie hier in Bischofburg. Ja, und dann, um das geht's hier, dass wir dann wollen hier deutsch sein und deutsch bleiben. Und dadurch sind wir hier auch, hier, die Vereine hat's geklappt hier, und wir sind mit denen bis dahin auch zufrieden. Danke für das Gespräch. O godzinie 11:00 odbyła się rozprawa w Sądzie Najwyższym i tenże Sąd Najwyższy oddalił wyroki pierwszej i drugiej instancji i skierował do Sądu Pierwszej Instancji ze wskazaniem rejestracji towarzystw. Na tej rozprawie był mój ojciec, byłem ja, był pan Stanek, był pan Urban, był jeszcze pan Blaut i reprezentował nas przed Sądem Najwyższym pan mecenas Flam. I tak się odbywała rejestracja. Te potem posiedzenia, tak rejestracja Olesna, jak i rejestracja katowicka, czyli Raciborza i nas, odbywały się na posiedzeniach niejawnych. Wydarzenia sprzed 30 lat przyczyniły się do tego, że dzisiaj możemy bez problemu mówić po niemiecku i uczyć się tego języka w szkołach. Dzięki zaangażowaniu naszych dziadków i babć możemy pielęgnować swoją kulturę w naszych małych ojczyznach.